So, hallo und moin moin mal wieder. Heute geht es mal um eine coole Sache, und zwar, ihr seht das schon, wieder mal Schutzfolien für Handys. Hier ist eine drauf, die eigentlich gar nicht so schlecht war. Allerdings, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ist hier schon ein Kratzer drauf. Arbeitstechnisch habe ich das Handy natürlich immer in der Tasche. Und ab und zu auch mal ein Werkzeug bei, und in dem Fall war es ein Maulschlüssel, der hier erstmal einen schönen langen Kratzer hat, reingezogen hat. Das sollte laut Hersteller bei der Folie eigentlich nicht passieren. Und die sind eigentlich sehr robust, man kann so jedenfalls, kam via Empfehlung diese, die neuen. Die sollen super und bla 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 und natürlich schlagfest und wasserfest und überhaupt fest sein. Ob das wirklich so ist, kann ich noch nicht sagen. Aber wir schauen mal. Also auf jeden Fall ist schon mal alles, was nötig ist, dabei. Okay. Es ist Flüssigkeit dabei. Also alles für jeweils. Es ist, ich sag mal, die alten Folien, die haben fast einen Zehner gekostet, zwei Stück. Die neuen, die liegen jetzt, glaube ich, bei, wenn ich lügen, glaube ich, 6 Euro. Sind auch zwei Stück. Natürlich merkt man schon von vornherein, das ist ein ganz anderes Material. Die alten waren sehr biegsam, die neuen sind sehr stabil. Da muss man mal schauen, das scheint doch echt was anderes zu sein jetzt. Also wie gesagt, das ist alles bei. Es sind Reinigungstücher dabei. Es sind Staubabsorber dabei. Und Flüssigkeit in Pipette. Dazu gleich mehr. Also wie gesagt, zwei Stück, 6 Folien, relativ gut verpackt. Nun schauen wir mal, wie der ganze Spaß funktioniert. So, zum ersten müsste die alte Folie entfernt werden. Das stellt sich natürlich immer nicht ganz so einfach dar, aber es geht. Und ihr seht hier schon, die ist halt sehr flexibel. Jetzt ist der Kratzer auch deutlich zu sehen, knickt auch sofort ein, das heißt, der ist etwas tiefer. So, darunter hat man schon eine relativ saubere Oberfläche, aber trotzdem werde ich die nochmal reinigen. Ja, werden wir den Spaß nochmal reinigen. Ja, müsste man aufkriegen, Scheiß. So, also die Beschreibung, die offizielle Beschreibung hier drauf, die ist natürlich in Englisch, aber die guten Leute haben sich die Arbeit gemacht und eine kleine deutsche Anleitung beigesetzt. Also hinten in Französisch, vorne in Deutsch. Da ist nochmal genau erklärt, auch für was dieses Liquid ist. Und zwar geht es hierbei um die neueren Handys mit den gebogenen Rändern. Da wird das Liquid nur am Rand verwendet. Da geht es quasi um die Übergänge von der Rundung zur eigentlichen Schutzoberfläche, und zwar darum, dass die Schutzfolie an den Seiten sich ablöst und sich Luftblasen bilden. Dagegen hilft das Liquid, also nicht unter die komplette Folie machen, sondern eben nur für diese Telefone und auch nur an diesen Stellen, nur an den Rändern sozusagen. So, hier erst mit Flüssigkeit, und dann haben wir Pad 2. Im Übrigen ist alles eben, wie gesagt, doppelt ausgeführt. Zwei Folien, zwei Reinigungsmittel und zweimal Liquid, sofern benötigt. So, dann haben wir den Spaß zum Trocknen.
und polieren. So, und dann haben wir wieder eine blitzeblanke Oberfläche. So, falls noch Staub da ist, kann man den hier mit. Manchmal hat man das gerade fertig mit sauber machen. Umherfliegende Stäubchen legen sich rauf. Die lassen sich quasi hiermit entfernen. Der Staub bleibt dann hier dran kleben. Und dann sind hier noch so eine Sticker dabei. Die sind immer ganz sinnvoll, wenn man sie dann mal abkriegt. Okay. Setzt man einfach an einer Ecke drunter. Und zwar geht es darum, wenn man das jetzt rauflegt, das ist nicht ganz glatt, ist das sehr mühselig, den Spaß wieder abzubekommen. Also drunter legen, sozusagen als Sticker zum Wiederablösen. Jetzt muss man hier aufschauen. Hier geht jetzt die Schutzfolie ab. Schöne Sache. Dann passend auflegen. Das erfordert natürlich etwas Gefühl, dass man die richtige Stelle erwischt. Aha. Also das Ganze kann man dann zwei, dreimal probieren, bis man wirklich so, bis es wirklich so liegt, wie man es möchte. Stäubchen. Jetzt liegt es außerhalb meiner Sichtfläche. So. Ich hoffe, jetzt liegt es so, wie ich das will. Fast. Ist ein bisschen gefrickelt, deswegen rate ich immer dazu, benutzt die Sticker auch. Der Spaß liegt nicht immer hundertprozentig oder fällt nicht hundertprozentig so, wie man sich das gerne vorstellt. Und erst wenn das genauso liegt, wie ihr das wollt, andrücken. So, da liegt es 100%. Seht ihr das, wie sich das ansaugt? Ich hoffe, dass das hier an der Kamera zu sehen ist. Jetzt nehme ich den trockenen Reinigungssticker und schiebe damit die Luftblasen raus. Ziehe den Sticker ab und man sieht, wie die Luft rausgeht und sich der Spaß gut ansaugt. Der Rest ist putzen, 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 schieben, 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 bis die Luft völlig raus ist. So, die Ränder müssen sich noch legen. Aber der Rest funktioniert schon wieder. Muss ich euch mal kurz wegblenden.
So, die neue Folie liegt drauf. Ja, schauen wir mal. Lässt sich natürlich astrein bedienen. Es funktioniert perfekt. Natürlich möchten wir das verlassen. Und alles, was drauf ist, funktioniert. Also ihr habt gesehen, Spielchen wie zum Beispiel der Torque als Schnittstelle für fürs Auto, um Fehler auszulesen, ist natürlich drauf. Und jetzt hier ein Phonemesser. Wer gerne wissen möchte, wie viel zu laut sein Auspuff ist, kann man sich auch eine App dafür runterladen. Hier sieht man, kann man gleich eine Phonemessung machen. Ich muss doch noch mal was anmerken. Am Rand scheint sich das doch nicht so anlegen zu wollen, wie ich das gerne hätte. Dementsprechend benutze ich jetzt mal das Liquid. Ihr seht, das kriecht hier direkt unter die Folie. Also ist ja schon mehr Glas als Folie. Ich hoffe, man kann das hier so einigermaßen erkennen. Es legt sich direkt hier runter. Natürlich schwierig einzuschätzen, wie viel jetzt hier drunter muss, aber man merkt, sobald man das aufbringt, läuft das direkt unter die Flächen, die sich noch nicht angedrückt haben. Also ist an sich eine ganz coole Geschichte. Hätte ich nicht gedacht, dass das so einfach geht. Also ihr brecht von der Pipette einfach die Spitze ab und lasst die Flüssigkeit unter die Folie laufen. Die Folie drückt sich ran. In der Beschreibung, muss ich noch anmerken, steht drauf, es kann 1 bis 2 Tage dauern, bis die letzte Luftblase ringsherum verschwunden ist. Das heißt, bis sich die Flüssigkeit wirklich überall verteilt hat. Aber das ist jetzt keine Minute her. Guckt mal hier auf den Zeitstrip des Clips und da ist schon zu sehen, dass sich das sofort hier an den Rändern verteilt und eigentlich jetzt schon weg ist. Also bis jetzt bin ich top zufrieden. Wenn die wirklich so schlagfest ist, wie das angegeben ist, finde ich es echt prima. Dann ist es eine super Sache, gerade für Leute, die viel schrauben, basteln oder sowas. Ich bin eine Handyschlampe, deswegen habe ich auch eigentlich eine dicke Hülle drum. Weil man hat immer irgendwo ein Werkzeug in der Tasche, man schmeißt es immer irgendwo auf die Werkbank, man hat immer mal einen Schraubenzieher in der Nähe oder irgendwas, was da zufällig mal drauf fallen kann. Also wer selber schraubt, der weiß, wie es geht. Oder man steckt es in die Hosentasche und hat noch was anderes Wichtiges dabei. Also von daher schauen wir mal, wie sich die Folie auf längere Zeit macht. So, nur aber Schluss und viel Spaß euch.